ich bin ja ein Fuchs. Ne? Bevor ich ein Geländer baue, google ich mal und bestelle es mir. So, ihr wisst wahrscheinlich wofür, für den Leuchtturm. So, und ich habe da schon vor ein paar Wochen mal geschaut und es gibt da wirklich gravierende Unterschiede bei so einer Absturzsicherung, Geländer, Zaun, Balkonbrüstung. Es gibt nämlich ganz, ganz viele Hersteller auf dem Markt, die das Ganze vertreiben. Aber entweder hast du hohe Liefergebühren oder du kriegst oder wirst gelockt mit Dumpingpreisen und dann ist nur eine Strebe dabei, wird zu 3, 4, 5 Streben haben, kostet sich das ein Vermögen. Wir sind nämlich oder wir sprechen hier pro Meter bei 200 Euro, 250 Euro und ich brauche ungefähr um die 20 Meter. Und ich würde sagen, wir fahren mal in den Baumarkt und schauen uns das mal vor Ort an. Vielleicht ist es ein bisschen günstiger, vielleicht kriege ich einen Rabatt, vielleicht gibt es Sonderaktionen, keine Ahnung. Ich würde sagen, ihr kommt dabei mit, ein bisschen undercover. So, ich muss ein bisschen suchen. Ich fühle mich wie so ein verdeckter Ermittler. Aber hier bin ich richtig, oh mein Gott, ich sehe schon die Preise. Heiliger Bimbam. So, 1,50 für 229 Euro. 269 Anthrazit, 1 Meter. Blende Leinis. Sieht ganz schick aus. 1 Meter mal 1 Meter Höhe. Alles drin. Alles drin für 300 Euro der Meter. Dann brauchst du noch so eine Ecke. Die kostet 179. Definitiv zu teuer. Bei 300 Euro pro Meter könnt ihr ausrechnen mal 20. Geht in die Tausende. Ne? Ich werde jetzt noch mal gucken nach einem Ventil, weil ich will ja oben Regenwasser abzapfen. Ich will autark werden mit diesem Turm. Und ich mache mir jetzt die Kamera aus. Halt, stopp! Jetzt fragst du dich bestimmt, von was redet dieser Typ? Turm bauen, Leuchtturm bauen. Richtig, wir bauen einen Leuchtturm auf einem alten Tagebaufundament, das ungefähr 15 Meter in der Höhe ist. Und darauf bauen wir eine Art Beachhouse-Geräteschuppen, das in Form von einem Leuchtturm am Ende strahlen soll. Das ist jedenfalls unser Ziel. Wenn du die Videos davor nicht kennst, dann unbedingt mal unten die Videobeschreibung checken, denn dort findest du eine Playlist, wo jedes einzelne Video drin ist. Vom Baustart bis zum Ende. Und dieser Teil hier, das ist der vierte Teil und dort bauen wir eben die Brüstung. Ich bin fündig geworden, aber nicht nach dem, was ich gesucht habe. Also ja schon, ich habe jetzt einen Absperrhahn gefunden, den muss ich noch ein bisschen ummodeln. Leider gibt es auf 40er HT-Rohre keine Absperrhahne. Wenn ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr wisst, wo ich war, dann schreibt es auch mal in die Kommentare, also welchen Baumarkt. Ich werde es jetzt komplett selber bauen. Ich nehme es in die Hand und mache es selber und mache es günstiger und zeige dir mal, wie das Ganze geht. Dann kannst du es nämlich zu Hause auch nachbauen und da sparen wir eine Menge Geld. Dafür habe ich mir Boden besorgt, die kennt ihr bestimmt noch von der Sitzbankgarnitur, also die Picknickgarnitur. Das war nämlich die Auflage bzw. Tischauflage. Bohlen. Die haben eine Dicke von 20 und sind ungefähr 200 mm breit. Das Ganze ist Douglasie-Lärche. Das ist immer so ein Mix. Und daraus machen wir die Absturzsicherung. Das Ganze muss einmal in der Mitte aufgeteilt werden. Jetzt hätte ich mir wahrscheinlich auch 10er mal 20er kaufen können. Habe ich nicht dran gedacht. Das Ganze habe ich jetzt mit meiner Tischgrassäge aufgesägt und das war gar nicht so einfach. Mit dieser hier, die gute alte Bosch GTS 10XC mit neuer Oberfläche, habe ich selbst lackiert. Und jetzt gilt es halt, das Ganze aufzutrennen, 10 cm. Und das Schwierige halt hierbei ist, dass meine Werkstatt gerade eine Länge hat von 9 Metern. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, warum machst du denn 5 Meter draus? Bist du denn verrückt? Säg das doch in 2,50 in der Mitte und stückel das Ganze. Nein, ich habe jetzt mir 14 Pfosten gekauft, verzinkte, kommen wir gleich nochmal zu.
Und ich möchte halt die Strebe komplett einmal durchgehen lassen. Also der Klotz ist 5 Meter breit, das heißt die Absturzsicherung wird auch 5 Meter betragen. Und um so wenig verschnürt, um so wenig Stückelei und um so wenig Schrauben zu verwenden wie möglich, werde ich das einmal in der Mitte durchsägen und in 1 machen. Das ist so der Plan. Was heißt denn dieser kleine Freund hier? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der von Wolfkraft. Kann ich euch empfehlen. Ich mache hier wirklich Meter. Und so sieht dann die Außenkante aus. Und das werde ich jetzt erstmal bei 8 Stück machen. Das werden nämlich die Seiten werden. Ein Phasenprüfer, wollte ich gerade sagen. Ein Phasenfräser war das. Ja, und ich habe wirklich Meter damit gefräst. Und Meter und Meter. Ihr könnt ja mal rechnen, wie viel Meter ich insgesamt mit diesem Phasenfräser gefräst habe. Lasst es mich doch mal wissen und schreibt es unten in die Kommentarbox. Im Anschluss habe ich das Ganze nochmal geschliffen, weil es ja nicht deckend lackiert wird, bis auf die oberste Brüstung. Und das empfehle ich euch auch, weil dieses Holz hatte ich beispielsweise draußen 2 Wochen gelagert gehabt und es hat sich schon so ein bisschen verfärbt. Hier kann man es nochmal leicht sehen, links. Ja, war schon ein bisschen nachgedunkelt und rechts ist die geschliffene Seite. Kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn ihr das Ganze nochmal einmal schleift. Ehrlich, ehrlich. Jetzt habe ich hier meine Absturzsicherung auf 5 Meter Länge. Ich habe das Ganze gefasst. Ging ganz gut. Wie gesagt, mit den ersten Fräser und alles wirklich geschliffen per Hand. Und habe jetzt dafür ungefähr 2 Tage gebraucht und habe gemerkt, mir ist das Material ausgegangen. Ich brauche halt noch 2 Bohlen und ich brauche unbedingt eine Lasur, eine Holzschutzlasur. Habe mich jetzt an meinen Partner gewendet. Ich hoffe, dass das Ganze klappt, dass er mir was zuschicken kann und dann wird das Ganze lasiert. So, wir kümmern uns in der Zwischenzeit um die Pfosten. Ich habe mir eine ganz, ganz einfache Konstruktion überlegt als Balkongeländer, als Absturzsicherung, die du auch zu Hause nachmachen kannst. Denn, ja, habt ihr am Anfang des Videos gesehen, ich war im Baumarkt, das Ding oder diese Elemente sind schweineteuer und ich komme ruckzuck auf ein paar tausend Euro. Und da dachte ich mir, hey, kaufst dir 3-4 Bohlen, kaufst dir ein paar Pfosten und machst das Ganze selber. Bevor wir weitermachen, möchte ich euch den heutigen Sponsor von dem Video vorstellen. Und zwar ist das JP 1880. Habt ihr bestimmt schon das ein oder andere Mal gesehen, vor allem bei mir. Ich shoppe dort gerne. Und dort gibt es wirklich große Männerkleidung für echte Kerle quasi. Du hast 100 Tage Umtauschrecht und die Outfits sind wirklich Weltklasse. Ich bestelle dort gerne und zeige dir hier jetzt mal 2 Outfits von mir. Wenn du jetzt Bock auf Shoppen bekommen hast, dann nutzt doch einfach den Rabattcode MrHandwerk825. Und teile mir einfach hier deine Meinung mit oder auf Instagram oder TikTok. Und jetzt geht es weiter mit dem eigentlichen Video. Viel Spaß. So, und gesagt, getan. Ich habe mir jetzt hier 14 Pfosten insgesamt gekauft. Das sind hier verzinkte Pfosten. Die sind 30 oder 35, 35. Haben unten eine 100er Platte verzinkt. Das heißt, das ganze Zeug wird nicht mehr rosten. Ein Stück lag, glaube ich, um die 20 Euro. Und damit wir keinen Leerlauf haben, werden wir jetzt erstmal alle Pfosten bohren. Das heißt, wir nehmen uns jetzt mal ein paar Bretter. Ich habe so an 4 Stück gedacht. Eins. So, und das heißt, hier oben, müsst ihr euch vorstellen, kommt dieser nochmal so, zack. Und hier kommt nochmal eine Bohle, ein Brett rübergeschraubt, mit denen verschraubt. Das heißt, wir haben hier, kannst du rechnen, ja, 10 Zentimeter mindestens an Einstand. Und damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich habe halt gedacht, dass wir hier so 1, 2 haben oder 3. Und da wir hier die 10 haben, können wir eigentlich einen Abstand machen. 10, das ist 10, 10, 10, 10, 10, 10. Passt eigentlich. Das heißt, unten haben wir dann ungefähr eine 20 Zentimeter. Das passt. Theoretisch könnten wir auch nur 3 machen. Wir lassen den mal weg. Würde auch gehen, ne? Aber machen wir mal 4. Wir haben ja gerade so viel Material
Und dann fühlen sich die Kinder und auch Steffi sicher, deswegen machen wir das so. Das heißt, wir brauchen jetzt hier bei 5 cm, bei 25, 45, 65 und 85 ein Loch. So, und da wir jetzt, ich habe mich dafür entschieden für Edelstahlschrauben, damit es ein bisschen schicker aussieht und dass man die Bretter auch irgendwann mal austauschen kann. Oben die Bretter werden Anthrazit gestrichen, die kriegen eine helle Lasur. Und jetzt suche ich meinen Körner. Und ist mir gerade eingefallen, wie ich gesagt habe, Kruzifix. Wo ist mein Körner? Und da fiel mir so ein, dass der Truppe, dass der Michael das auch mal sagt, ne? Der flucht hier immer so rum. Und habe mich auch gerade beim Fluchen erwischt. Wo ist denn das jetzt? Das ist nämlich auch ein Nachteil, wenn man tausende Schubläden hat. Und am Ende findet man das alles gar nicht mehr, was man an Werkzeug hat. Oh, kann doch nicht wahr sein. Ich hatte mir doch mal Treiber gekauft. Also keine Treiber, sondern Vorkörner, um was zu körnen. Jetzt finde ich sie nicht, oder was? So schaut das Ganze jetzt aus. Das heißt, wir haben hier eine kleine Vorrichtung, dass wir immer den gleichen Anschlag haben, damit wir auch mittig bohren. Die 4 oder 5 Bohrpunkte habe ich mir jetzt angezeichnet. Und am wichtigsten ist halt hier, wenn wir jetzt Metall bohren, dass wir das Ganze kühlen, ne? Die Steffi ist am Streichen. Das wird nämlich die Brüstung, die quasi die Strebung, die, wie nennt man das, die Rausfallsicherung. Ja, der Zaun von der Terrasse. Ein Zaun. Das ist doch ein Zaun, weil du haspelst immer mit Ausfallschutz und Rausfallsicherung. Zaun. Ja, aber dann hätten wir doch einen Zaun kaufen können, fertigen. Du wolltest ja selber machen. Naja, das trifft nicht so ganz zu. Nennen wir es mal Brüstung, weil so ein Gartenzaun, der hätte das nicht abhalten können. Also quasi mein Gewicht, wenn ich mich mal oben dran gelehnt hätte. So, jetzt fangen wir oben an mit der Brüstung. Und die Brüstung habe ich ja schon erwähnt gehabt, dass ich mir die aus 2 Teilen zusammenschraube. Das Ganze, ich habe die jetzt hier schon mal gestrichen, beziehungsweise Steffi. Und das Ganze habe ich jetzt mal zwischengeschliffen, damit es ein bisschen glatter wirkt. Und das Ganze wird gleich nochmal gestrichen mit diesen hier. Das wird quasi eine L-Form. Und dazu macht man hier ordentlich Leim drauf. Das ist hier wasserfester Leim. Natürlich so viel Leim, dass das Ganze ja nicht rausquillt. Ne? Ihr wisst, Leim kann man nicht überstreichen. Also kann man schon, aber die Farbe hält dann nicht so lange drauf. So, und dann nehme ich mir einfach hier ein, ich habe das Ganze vorgebohrt von oben. Ich verwende hier Edelstahlschrauben, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich nehme jetzt hier einen Vorbohrersenker von Wolfkraft und bohre das Ganze vor und senke das Ganze gleichmäßig. Ist wirklich, ja, verwende ich schon seit mehreren Jahren und ist gar nicht mehr wegzudenken aus meiner YouTube-Karriere hier. So, und jetzt setzen wir das Ganze drauf. Und verschrauben das Ganze. Und warum Edelstahlschrauben ganz wichtig waren, jetzt bei dieser Brüstung gezählt, ganz einfach. Ich möchte am Ende keine Rostflecken oben haben, die durch die Farbe dann durchsickert oder dann runterläuft der Brüstung. Das sieht einfach nur unschön aus und deswegen verwendet bitte Edelstahlschrauben. Im Anschluss habe ich das Ganze nochmal zwischengeschliffen, weil ich es dann nochmal auf Länge zugesägt habe, die Hirnholzkanten noch mal leicht angefasst habe und im Anschluss habe ich das Ganze noch mal gestrichen und dann haben wir alles zum Leuchtturm gebracht. Besser gesagt zum Fundament oder zu unserem Terrassendeck, um dort eine richtige Absturzsicherung, Brüstung, Gartenzaun, ich weiß nicht, was wie man es nennen mag, anbringen können. Posten liegen parat, die Querstreben auch
Und die oben, die Verblendung, die habe ich noch auf dem Auto. Und ihr habt es ja gerade gesehen, ich habe so habe ich wirklich alles hier hochgeschleppt. Geht ganz gut mit so einer Dachreling vom Auto. Und ich habe auch gerade jetzt den ersten Pfosten angeschraubt. Hierfür habe ich dann diese Schrauben, die habe ich mir über eBay bestellt. 6 Kant, ich glaube 100 sind die oder 90. Die gehen halt in die Unterkonstruktion rein, immer 2 Stück. Und dort, wo das leere ist, dort bohre ich komplett durch und nehme dann eine Unterlegscheibe, eine große und diese selbstsichernde Mutter, die ist ganz, ganz wichtig. Sonst durch Arbeitentunke oder wenn das WPC arbeitet oder die Unterkonstruktion, dass sich die Schrauben nicht lösen. Ne? Und um diese Bretter zu verbinden, habe ich mir natürlich ein bisschen was Schickeres geholt, tief in die Tasche gegriffen und Edelstahlschrauben geholt. Auch Edelstahlmuttern und Scheiben sind hier. Die habe ich, glaube ich, aus dem Restposten- oder Sonderpostenbaumarkt. Ne? Die lagen jetzt hier schon ein paar Tage oben, das Holz auch. Ich war nämlich eine Woche jetzt hier ungefähr nicht hier. Ja, und heute will ich mal ein Geländer anbauen. Und morgen muss ich wahrscheinlich hier, irgendwie hat meine Kappsäge schräg gesägt, ich weiß es nicht. Und ich hatte immer was zwischen. Ich muss auf jeden Fall hier nochmal schön einen Schnitt entlang setzen mit der Führungsschiene. Und dafür habe ich mir einen Stromgenerator geholt. Und das Video werde ich dir mal unten in der Videobeschreibung verlinken oder hier oben im Eck. Ja, und den soll man ja nicht in geschlossenen Räumen halten, ne? Oder anmachen. Das habe ich getan. Ich hatte zwar das Rolltor offen von der Garage oder von der Werkstatt, sorry. Garage, also meine alte Werkstatt war quasi eine Garage, ne? Und ja, dann hat sich auf dem Boden so ein leichter Ruß abgesetzt. Und eigentlich wollte ich den im Turm platzieren mit einem Schlauch nach draußen, also mit einer Auspuffrohrverlängerung nach draußen. Aber ich lasse das Ganze mal. Ne? Und ich werde den aber jetzt nutzen, um hier mal 1-2 Arbeiten zu tätigen. Ich habe zwar noch andere Sachen im Petto, aber die werdet ihr alle im Laufe der Videoreihe, ich baue einen Leuchtturm, sehen. Das heißt, wir nehmen uns jetzt den Pfosten. Das ist natürlich hier ein bisschen eng. Ne? Ich hätte die vielleicht mal erst später hochschleppen sollen. Und dann habe ich mir diese fertigen Pfosten besorgt. Ne? Die habe ich euch ja schon erklärt bzw. gezeigt, wie ich das mache. Und wir setzen den jetzt so. Hier läuft nämlich der Querbalken rüber, dass das Ganze, dass mindestens 2 Schrauben in diesen Querbalken reingehen. Mit ein bisschen Abstand. Zeichnen uns das Ganze an, bohren das Ganze dann vor, ja, und dann verschrauben wir das Ganze. Das machen wir jetzt erstmal für die 3 Stück. Im Übrigen, wenn du wissen möchtest, wie du dir so eine Terrasse verlegen kannst, das ist nämlich eine WPC-Diele, die ist besonders widerstandsfähig und es ist echt ein Trugschluss. Viele sagen immer, die sind aus Kunststoff und dann verbleichen die ja, es biegt sich irgendwann durch und so weiter und so fort. Das ist wirklich nicht der Fall. Das ist nämlich 70% aus recyceltem Holz, also Abfallholz quasi, und 30% aus Kunststoff. Also es ist so ein Mix. Ne? Und daraus besteht dann die WPC-Diele. Und ich habe mich dafür entschieden, weil ich die schon mal verbaut habe für eine Outdoor-Terrasse, die wirklich im Freien steht. Und ich dachte mir, hier, das ist genau das Richtige, weil ich gerade keinen Bock habe, jedes Jahr, jedes zweite Jahr das Ding zu ölen. Die 3 Pfosten stehen und das wirklich sehr, sehr fest. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe gedacht, das Ganze ist ein bisschen labil, aber hält. Und ich habe auch jetzt die erste Querstrebe oben raufgesetzt, festgeklemmt. Und das Ganze habe ich ja vorweg schon vorgebohrt. Das heißt, ich gehe jetzt einmal rein mit einem Holzbohrer und bohre das aus und hoffe, dass es auf der anderen Seite nicht ausbricht. Ist aber auch nicht so tragisch, wenn es passieren sollte, weil wir haben ja diese Schrauben hier, Schlossschrauben, ne? Die verdecken ja so ein bisschen was. Sieht von außen ganz schick aus. Ich habe erst überlegt, von außen die Mutter anzusetzen, aber ja, ich mach das so. Was meint ihr? Ob er ausgerissen ist? Natürlich ist er ausgerissen. Sieht man vielleicht jetzt hier nicht mehr so richtig. Na, wo ist es hier, ne? Ja, muss ich nochmal nachstreichen. Bei den anderen habe ich einfach ein Stück Kantholz hintergelegt. Sieht ganz gut aus. In Lot ist alles. Und so schaut das Ganze aus. Plan ist wirklich aufgegangen. Muss gucken, dass ich hier nicht runterfalle. Gefällt mir ziemlich gut. Wie ihr wisst, wird ja unten ist das Ganze sehr offen. Und da kommt nochmal Anthrazit mit HPL verkleidet. Oder wird mit HPL verkleidet. Dann haben wir hier oben Anthrazit.
als Brüstung und hier hell. Und das ein bisschen gemischt mit Stahl. Das heißt, wenn man irgendwann die nächsten Jahrzehnte so eine Brüstungsbrett durchfahren sollte, kann man das Ganze ganz schnell austauschen. Da steht es. Ja, es fehlt natürlich noch die Rückseite, aber die kommt dann erst dran, wenn der Turm bzw. das Gerüst oben auf den Turm raufkommt. Ne? Ich denke, ihr wisst jetzt, wie man eine Absturzsicherung macht bzw. Geländer, Balkonbrüstung oder Gartenzaun. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich hiermit von euch. Wenn ihr das nächste Video zu dem Leuchtturm sehen wollt, das ist dann hier. Ich mache euch mal einen schönen Hintergrund hier mit Wasser und sowas. Findet ihr hier und dort das davor. Und hier ist der Abo-Button. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, unbedingt abonnieren. Würde mich mega freuen. Und ja, ich finde es immer unpersönlich, mit einer Sonnenbrille zu sprechen. Aber es geht leider nicht anders. Was würde ich sagen? Video schauen. Ciao.